Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 Remake. Wir sind jetzt hier im Thronsaal. Wir schauen uns jetzt mal ein bisschen um. Gibt es ja bestimmt ein bisschen Loot, dass wir uns snacken können. Und wir müssen das Bild ja noch verunstalten. Chroniken der Arbeit 2, Oktober, 8 Jahre nach meinem Erwachen. Endlich geht mein Heeresstreben in das letzte Stadium über, die Verschmelzung von Mensch und Insekt. Die Haushälterin? Heißt nicht Haushälterin? Egal. Die Haushälterin hat sich gnädigerweise zum Experiment bereit erklärt. Ich werde mich mit ganzem Herzen diesem Unterfangen widmen, um die Grenzen des Menschlichen zu überschreiten und Ramon, meinen geliebten Herrn, stolz zu machen. März, 9 Jahre nach meinem Erwachen. Die Vereinigung ist geglückt. Die Haushälterin musste viele Qualen erdulden, doch nicht umsonst. Sieht die Früchte unserer Arbeit in ihrer ganzen Schönheit. Ich werde dieser perfekten Lebensform den Namen U3 geben, denn 3 ist die schönste und vollendetste aller Zahlen. April, 9 Jahre nach meinem Erwachen. U3, meine treue Hündin Pesanta wurde auserwählt, meinem Herrn als rechte Hand zu dienen. Aber sind 2 Hände nicht besser als eine? Nun ist es an der Zeit, meine eigene Loyalität zu be beweisen. Sein treuer Diener Isidro Uriarte Talavera. Alright. Flintenmuni. Höre Geräusche von da oben. Nicht, dass man jetzt hier so einen geheimen Secret-Boss hat. U3 oder so. Oh, das sind Hühner. Ja, warum wohl, ne? Damit man Eier bekommt und man die hinschmeißen kann wahrscheinlich. Notiz der Haushälterin 2. Oh, Ramon, mein Gebieter, mit dem Eingriff morgen werde ich endlich die Grenzen dieser sterblichen Hülle überwinden. Was jetzt noch von mir übrig ist, wird schon bald nicht mehr sein. Herrlich. Der heilige Leib ist ein wahres Wunder. Die Treue, die ich meinem Gebieter schwor, ist das Licht, welches meinem Weg erleuchtet. Unsere Schicksale werden bis zum Ende miteinander verwoben sein. Hat man solch Loyalität schon einmal gesehen? Weiß ich nicht. Kann sein. Möglich. Was ist das da für ein Dude? Ach, der hat ein Messer. Okay. Herr Hühner, kackt mal ein paar Eier aus jetzt hier. Muss ich ja sch euch ein bisschen schocken, damit ihr Eier rauskickt. Quatsch. Ramons Beichte, mein Gebieter, mein gütiger Vater, segnet die Blutlinie der Familie Salazar mit einem eisernen Hammer. Der Gründer meiner Familie nannte die heiligen Lehre der Los Illuminados böse und verfolgte ihre Anhänger. Doch nicht genug. Er raubte ihren wertvollsten Besitz und versiegelte ihn unter der Burg. Welch Blasphemie, welch Anmaßung. Wie lange musste ich mich mit der Schande quälen, dass das seine Blut auch durch meine Adern fließt? Endlich ist der Tag der Sühne gekommen. O geliebter Lord Sadler, ich werde die heiligen Plager, die einst unter der Burg vergraben wurden, freilassen. Die Zeit ist gekommen. Mit der Gnade des Himmels werden die Frevler als Teil der Herde wiedergeboren als Ganado. Sie werden die treuen Diener meines Herrn sein. Nichts würde mich mehr erfreuen, als bei euren Füßen zu sitzen und mich in eurem Glanz zu sonnen. Ich bin euer ergebener Diener. Ihr seid mein ewig währendes Licht. Euch schwöre ich unbeirrte Ergebenheit. Okay. Ja, hey Hühner, gönnt doch mal jetzt langsam mal. Ist das seine Familie? I guess so. Quatsch. Wir machen aber erstmal die Inneneinrichtung ein bisschen kaputt. Quatsch. Da haben wir auch noch was. Da müssen wir. Warte mal. Die drehe ich nochmal so. Miau. Klatsch. Sesam, öffne dich. Was haben wir denn? Goldenes Hühnerei. Wird beschlagnahmt. Ja, perfekt. Aber ich soll jetzt nicht das goldene Hühnerei drauf werfen, oder? Kann ich nicht einfach drauf schießen? Weil ich glaube nicht, dass die Hühner mir jetzt hier langsam mal was geben, Alter.
Gebt mir Ei. Oh, da ist ja noch eine Schatulle. Die hätte ich jetzt nicht entdeckt. Kunstvolle Halskette. Nice. Obla. So. So, Edelsteine einpflegen. Blau. Blau. Grün. Und rot. Bam. 42.000 wert. Okay. Aber irgendwie. Warte mal. Kann ich mich da hinsetzen? Boah, geil. Ich habe keine Zeit zum Ausruhen. Doch. Ich bleibe jetzt hier einfach sitzen. Was gibt es, ich sag, wenn man da einfach straight hocken bleibt? Nach einer gewissen Zeit oder so? Naja, müsste man mal ausprobieren. Jetzt für dieses Let's Play wäre das wahrscheinlich zu lange, hier einfach nur rumzusitzen. Achso, dahinter geht's nicht. Ich dachte, da kann man hinterlaufen. Ja, aber wo ist, ich sehe, oh, da ist ja noch ein Gemälde. Das kann man nicht anschauen. Ist das Ramon? Ich will jetzt halt nicht dieses goldene Ei dahin werfen. Kann ich es nicht einfach abschießen? Nee. Das ist ja doof. Warum ist es das Richtige? Warte mal, wo haben wir denn nochmal? Da. Nee. Was sind denn die Aufgaben? Hier können wir nochmal alles abchecken. Aufträge hier, Grabschänder. Habe ich abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Da habe ich aber ein paar noch nicht abgeschlossen. Ja, dieser unelegante Ritter, pelziger Bücherwurm. Die Ratten und so. Schande der Familie. Irgendein Porträt bewerfen. Ja, ja, da sind wir, ja. Also, Fußnägel hoch, mir gefallen, für mich. Diese Widerling. Okay, Ramon, also auf jeden Fall. Es muss ja dann das Bild sein, denke ich mal. Ja, komm, scheiß drauf. Schmeißen wir halt das goldene Ei dahin. Klatsch. Erledigt. Ekelhaft. So, und jetzt kommt so ein übelster Megaboss, weil wir einfach das Bild geschändet haben. Aber hier ist nichts mehr. Alright. Dann gehen wir wieder. So, als nächstes müssen wir das Nest von so einem Raben finden. Aber das ist irgendwo im Garten. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt eher weniger Bock, um hinzulaufen. Deswegen, oh, was ist da? Munition, perfekt. Das habe ich sehr gern. Munition, sehr schön. Da ist noch Blut. Ja gut, dann gehen wir mal weiter, ne? Jetzt hier lang genug rum. Oh mein Gott! Kommt denn, wo kommst du denn her, kleiner Bastard? Dann mach mal einmal Quatsch und schon kommen die Viecher wieder. Ey, das ist nicht euer Ernst. Ja, perfekt, Alter. Wie soll man denn so... Ah, oh, jetzt ist das Messer auch kaputt. Also nicht dasselbe, oder? Das ist ein anderes Messer. Was ist das denn für ein Scheiß? Vorhin waren hier keine Viecher. Lass mich mal in Ruhe, ey. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich da nicht mehr rein darf. Ah, ich sehe... Edward. Alle Achtung! Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Wofür Mathilde. Kann ich dich begeistern? Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Angenehme Reise. Ich habe nichts zum Verkaufen, ne? Nee. Ach, das war nur so ein Billo-Messer, was ich... Nee, war es nicht. Das war schon mein richtiges. Ach, scheiße. Aber apropos Billo-Messer, hier die anderen Messer, die kann ich mal weghauen. Oh ja. Damit kann ich definitiv was Kleinigkeit. Ach so, stimmt. Wir haben ja noch die Kette. Kann auch noch weg. Oi, oi, oi. Danke. Komm jederzeit wieder. So, aber erstmal noch ein bisschen sparen. Wer weiß, vielleicht kommt noch irgendwas Cooles. Dann hauen wir uns mal die Dinge rein. Sortieren. Ja, dann würde ich sagen, geht's weiter. Haben wir jetzt lang genug Zeit verplempert. Oh, da oben ist sie also. Da ist der Uhrturm. Halte durch, Ashley. Yes. Halten Sie durch, gute Dame.
was mich hier wohl erwartet. Schauen wir erstmal da drüben, weil da ist nämlich was zum Wegtreten. Oh, Munition. I like it. Ich hoffe, es kommen nicht schon wieder diese Viecher, wo man auf den Rücken schießen muss, die komplett wild geworden sind. Okay, ich habe hier wieder Muni. Einmal voll. Sehr gut, ist perfekt. Drei Schuss übrig. Okay. Ja, zur Not habe ich ja noch einen Raketenwerfer, weil irgendwie es mich echt abfuckt. Ich hoffe aber, den ein bisschen aufheben zu können. But just one shoot, ne? So. Oh. Da ist ja Ramon. Sie sind überaus hartnäckig, Mr. Kennedy. Aber das hat jetzt ein Ende. Werf den Eindringling raus! Versucht's doch. Shit. Und ich springe jetzt nicht irgendwo runter, oder? Mann, ich dusche schon wieder. Piss dich. Hupala. Ach, das war's schon. Hoppala. Langsam habe ich genug. Ah. Es klingt immer, als wäre nicht hinter mir. Wo sind die denn noch? Ich muss hier erstmal rumschauen. Alles einsammeln. Da oben ist noch einer, alles klar. Wir looten erst. Erst entspannt looten. Ich glaube, wir haben soweit alles. Dann können wir jetzt hochgehen. Ich höre hier diese Statue schon wieder. Ah, da. Nee, warte mal. Hier kann ich die wegmessern, oder? Jawohl. Muni sparen. Der sparsame Fuchs. Daneben. Ah ja, ein Kumpel von mir meint, ich soll da hinten drauf schießen. Das hätte ich fast vergessen. Bom. Ich weiß nicht, für was. Er meinte nur, ich soll es machen. Ach ja, für die, die sich wundern, warum die jetzt alle mit dem gezielten Kopfschuss tot sind. Ich habe eine Mod runtergeladen, dass das realistisch ist. Also, dass ein Kopfschuss auch wirklich ein Kopfschuss ist. Weil das hat mich in jedem Resident Evil schon gestört. Ein Kopfschuss ist für mich ein Kopfschuss. Hupala. Piss dich mal. Sind unten wieder welche, oder was? Ist allgemein unten jetzt irgendwas, weil das Ding runtergekommen ist? Naja, anscheinend nicht. Naja, lieber schauen, als am Ende dann rumzuheulen, weil dann irgendwas fehlt. Alter, ihr gebt mir auf die Nerven. Na, ich komme ja schon. Da ist noch jemand. Ah, er schmeißt irgendwas auf mich. Das finde ich nicht so nett. Hoppala. Hey, was soll das? So. War die auch mal weg? Noch ein Messer. Ich krieg ein bisschen viele Messer, wenn ich ehrlich bin. Hoppala. Erstmal gut sein. Oh, was passiert jetzt? Oh, nee. Scheiße. Ich weiß nicht, ob das Ding hier runterkommt, aber ich denke mal. Es nimmt kein Ende. Naja, da kommt schon. Aber ich denke nicht, dass es hier lang geht, ne? Hoppala. Ich denke mal, es war das Einzige.
Dann haben die unendlich Munition und schießen uns eine Kugel nach der anderen. Audi, what? Fuck. Wie jetzt? Ach, ich liebe es. Scheiße. Beweg dich doch schneller, Junge. Das war echt knapp. Ach, wenigstens ist der Typ mit seinem Schild auch gleich kaputt. Quatsch. Kann ich von hier abschießen? Ach ja, wahrscheinlich. Zack. Hoppala. Ah ja, da ist er schon. Der Pisser. Einfach Arm weggeschossen. Danke für die Muni. Ich habe aber trotzdem Munitionsprobleme, ne? Das ist krass. Obwohl ich... ja. Quasi so sparsam jetzt schießen kann. Habe ich trotzdem so wenig. Kann ich es nicht auch benutzen? Runter mit dem Kack. Bumm. Ja, Arschlöcher, das kann ich auch. Wurden da jetzt noch mehr weggeballert? Schatz. Ist der Schatz weiter oben? Oder bin ich schon dran vorbei? Das ist die Frage aller Fragen. Keine Ahnung, wie viel. Ach nee, da ist der. Kommen da noch mehr Gegner? Oh. Extravagante Uhr. Okay, dann auf der Seite. Oh, das sieht aus, als wäre es unten. Oder ist es hier? Nee. Aber das sind noch Sachen, die würde ich gern haben wollen. Weil man weiß ja nie, ob man sie nicht vielleicht doch noch gebrauchen kann. Bisschen extra Cash oder so. Huch. Schießpulver auch noch, das ist ja nett. Ja, aber da ist nichts, ne? Ich will jetzt auch nicht komplett runterlaufen für irgendeinen Schatz. Scheiß drauf. Vielleicht ist der auch weiter oben. Werden wir dann sehen, I guess. So. Warum sind da jetzt so Schießpulverteile? Hat das einen Grund? Ein Aufzug. Wie aufmerksam. Ich höre was, ich weiß aber nicht wo. Ach nee. Okay, die rennen weiter hoch. Ja, einer, zwei, drei. Bumm. Sehr gute Frage, warum der hält. Hä, ich halte doch gar nicht. Ach, das ist der Kollege. Ach, der ist schon down. Der ist aber nicht down. Jetzt aber. Aua. Hoppala, wo kommst du denn her?
Hoppala. Hi. Jetzt halte ich. Nee, halte ich nicht. Jetzt bin ich oben. War's das schon? Kommt doch nichts mehr. Halleluja. Ich habe aber weniger Munition gebraucht als gedacht. Aua. Naja, das war's mir wert. Tausch. Tauschgeschäft. Aber das ist, ich höre doch noch irgendwo jemanden. Egal. Weiter geht's. Weiter geht's. Ui. Gott, Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Nice view. Auf jeden Fall. Ach, hier kurz soll ich gucken. Ashley. Hey, da meint der Uhrenturm. Das ist aber nicht der Uhrenturm, wo ich bin. Aber da kommt man anscheinend dahin. Ich habe leider keine Sniper, aber... Nein! Nein! Ja! Beweg dich doch nicht. Mann, beweg dich halt! Mein Gott! Jetzt so. Hat nur ein paar Schüsse gedauert. Passt schon. Emotion habe ich ja, wie Sand am Meer. Oh Mann. Wie bringt man hier eine Ashley rüber, ohne dass das Ding einstürzt? Jetzt mal ernsthaft. Au. Gut, da ist wieder der Händler. Oh, da kommt jemand. Ex die hin. Gib mir den Loot. Jetzt soll ich wieder Treppen hoch. Das Geld will ich nämlich haben. Ah, ja, wie? Ich bin noch nicht mal drin. Der weiß schon, dass ich da bin. Oh, schaut mal, ein gelbes Kraut. Wo geht's denn da hin? Oder ist der oben? Nee, da ist er. Moin, Matthew. Was gibt's? Ich guck erst mal. Ja, kann ich nur das reinpacken? Ich habe kein Ding-Kristall mehr. Ach, so ein Schmutz. Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Weg damit. Besten wir Dank. Haben 100.000. Kaufen, du hast nichts Neues. Das ist natürlich uncool. Tauschen. Ja, kann ich irgendwas wieder reparieren? Das. Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben vor. Wenn du noch was zu erledigen hast, solltest du dich besser drum kümmern. Was ist jetzt hier? Du willst dich doch nicht den Rest deines Lebens fragen. Oh, Loot. Und Kisten. Nice. Erste Hilfe-Spray. Aber das ist jetzt keine Kiste oder so, nee. Alright. Oh. So. So, speichern. Speichern tun wir immer ganz gerne. Schon 31 Speichergänge. Mann, oh Mann, oh Mann. Das sind echt viele. Normalerweise habe ich nicht so viel. Ah, Quatsch. Oh, wir haben noch eine Small Pistolmuni. So, sortieren. Ja, wir haben zwei kleine Granaten, eine große. Ja. Dann gehen wir mal weiter, ne? Nicht immer Wurzeln schlagen. Schön, dass hier schon mal nichts mehr ist, außer die drei. Oh, nochmal ein S. Das ist jetzt... Also jetzt aber hier. Werde ich aber ganz schön verwöhnt. Quatsch. So, dann gehen wir mal durch diese stachelige Tür. Hiermit übergebe ich dir das Mädchen. Wie versprochen. Berichte unserem Herrn von der Ergebenheit seines treuen Dieners Ramon. Ashley! Leon!
Solch Dummheit, Mr. Kennedy. Lord Settler ließ Ihnen seine Gnade zuteil werden. Du redest zu viel. Doch Sie sind... Sie vulgärer, unzivilisierter... Headshot. Das ist doch jetzt safe noch nicht zu Ende. Kommt jetzt wieder. Man kennt doch Resident Evil. Ich bin mal gespannt, wie seine Missgestalt aussieht. Erlauben Sie mir Ihnen, die Macht zu zeigen, die mein Herr mir gab. Die Macht Gottes. Es wird Zeit für die finale Nacht. Das erinnert mich ein bisschen an Conjuring. Nicht an Conjuring, an... Dings. An... Was ist da gerade explodiert? Lass mich aus deinem beschissenen Drehbuch raus. Oh, nein, echt so. Zeigen Sie mir nicht Ihr erstklassiges Drehbuch auszusehen. Machen Sie es mir vor. Der lässt so komischen Schleim fallen. Ist ja voll ekelhaft. Haben wir sonst noch Loot da? Perfekt. Hupala. Geh mal weg. Ich weiß nicht, wie ich ihn töte, deswegen schieße ich ihn erstmal. Hupala. Bin ich da reingelaufen. Okay, da muss ich reinschießen. Nimm mal das Maul auf. Easy, one shot. Der Vorteil eines Raketenwerfers. Ah, dafür ist er jetzt weg. Lippenrouge. Ja, einmalige Nutzung. Sad, aber geil. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, den Raketenwerfer jetzt zu benutzen, aber ich habe, wie ihr sehen könnt, jetzt nicht so mega viel Munition und ich will sie jetzt auch ehrlich gesagt nicht schon wieder komplett aufgeben. Nur deswegen habe ich es jetzt benutzt. Ramon, haben wir hier sonst noch was? Da liegt noch was. Rohstoff L. Ach, scheiß auf Rohstoff L, ganz ehrlich. Ich habe jetzt auch keinen Bock, das zu suchen. Deswegen, let's go. So, wo geht's jetzt hin? Ashley, ich darf keine Zeit verlieren. Ich glaube, wir sind damit fertig mit der Burg, oder? Oh. Oh. Und runter. Einmal nachladen alles. So, 15 Schuss mit der Schrot, ey, saugeil. Aber schade, dass man bei der Pistole nur 16 haben kann. Was ist das für Sound? Ach, ein Boot. Krauser, wo wollen Sie mit dir hin? Abhauen. Feige Sau. Wieso Untergrund? Ich war doch gerade oben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was als nächstes kommt. Ich habe ja theoretisch 100.000, vielleicht gönnen wir uns einfach noch einen Raketenwerfer. Ja, mal schauen, wann der nächste Händler kommt und ob ich das wirklich machen soll. Ich bin mich hier nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Das Gewehr, das nervt auch ein bisschen. Ist zwar sehr stark und so, aber... Boah. Das ist auf jeden Fall eine Ratte gewesen. Mal gucken, ob wir da schon wieder gleich eine Quest bekommen. Das ist auf jeden Fall was zum Lesen. Notiz der Haushalterin. Ich habe versagt, mein Herr. Ich konnte euren letzten Wunsch, den Jungen vom Pfad der Sündhaftigkeit abzubringen, nicht erfüllen. Bereits als er noch jung war, hatte ich einmal Gelegenheit, einen kurzen Blick auf Ramons böse Natur zu erhaschen. Als er herausfand, dass eine Dienerin ihn hinter seinem Rücken Bulgarikito zu nennen pflegte, rief er diese in seine Privatgemächer. Er befahl ihr, vor ihm auf die Knie zu gehen. Dann zog er eine Flasche Vitriol aus seiner Tasche und sprühte es ihr mitten ins Gesicht. Der junge Herr zeigte sich beim Anblick der Dienerin, wie sie sich vor Schmerzen wandte, während ihr Gesicht sich von ihrem Schädel löste, voll der übel schwänglichen Freude. Sein irres Grinsen verfolgte mich bis zu diesem Tag. Die Zeit vergingen,
Die Zeit verging und sein heimtückisches Wesen verfestigte sich weiter. Und dieser Kult verstand schnell, dass sein geschundenes Herz ein gefundenes Fressen für sie war. Verdammnis den Feinden. Sie haben den jungen Herrn manipuliert und ihn zu ihrer Marionette gemacht. Am schlimmsten ist jedoch, dass sie es vollbracht haben, ihn für die Entfesselung der Plager zu benutzen, welche die Familie Salazar so lange bekämpfte und sich so bemühte, für immer zu versiegeln. Herr Diego, seid versichert, dass ich meinen Lebtag über Herrn Ramon wachen werde, welches Schicksal uns auch immer ereilen mag. Als treue Dienerin der Familie Salazar, seit meiner Geburt ist es meine Pflicht, Buße euch gegenüber. Und Buße. Ja, heftige Sache. Gut, dann würde ich sagen, was ist erstmal mit dem Part und wir hören, sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Guantanamo. Tschüssi.